Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Mob-Vorstellung von meinem guten alten, wie soll ich sagen, Kollegen, Freund, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall vom Fendt 939. Zwei super geile Fliegelanhänger. Zum einen den ASW 270 Tridem, der logischerweise drei Achsen hat. Das ist der. Und zum zweiten den ASW 253 Tandem mit zwei Achsen. Beide eine Kapazität von 20.000 Litern und einen Preis von 65.987 Euro. Was mir einfach nur ein bisschen komisch vorkommt, ist nur die Tatsache, dass der rechte jetzt, der 270er, optisch größer ausschaut. Komisch. Und das gleiche fast wie der linke. Das finde ich ein bisschen komisch. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir haben auf jeden Fall alles Wichtige verbaut, die Klappe mit der Numpad 7 bzw. der Numpad 9 zu öffnen und zu schließen, und haben auch Beleuchtung verbaut, die wirklich optisch saugeil ausschaut. Die Texturen sind top, da gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Wir können neu dazuladen, quasi Kartoffeln und Zuckerrüben ist in der V2 dazu gekommen, und wir haben zum Beispiel Trailer, Gott, das ist mehr Animation, Klappe, Beleuchtung verbaut. Wir werden da mal gucken. Wir werden jetzt einfach mal da irgendwas. Ah, das wollte ich. Ach. Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich normales Getreide laden, aber ist egal. Das ist halt immer ein bisschen blöd zu zeigen. Ist halt ein bisschen blöd, dass man da die Kamera noch richtig positioniert, wenn man diese Zuckerrüben wieder abladen muss. Was ich aber komisch finde, dann ist einfach vielleicht nur die Beschreibung falsch. Dann stimmt es aber wieder. Schauen wir mal in-game in die Beschreibung. Dann habe ich schon Käse gesprochen. In-game steht leider keine Mengenangabe, wie viel es da reinpasst. Wir haben bei beiden einen verschiedenen Preis. Logisch eigentlich auch, habe ich mir fast gedacht. Komisch. Naja, da habe ich mich verlesen auf Modhoster. Tut mir leid, mein Fehler. Wir haben zum einen einen Preis von 65 oder 66.000 und zum zweiten einen Preis von 86.000. Der Dreiachser, der Tridem, fast 35.000 Liter, der kleine 20.000 Liter, genau. So ist richtig. Perfekt, haben wir das Missverständnis gleich wieder gelöst. Der Deutz ist ein bisschen schwach auf der Brust, fällt mir da jetzt gerade auf, aber habe auf die Garen einfach keine guten Traktoren gehabt, muss ich mir erst wiederholen. Wie man merkt, die Map ist neu, die Map ist vom Yo Pim. Der ist Mod auf Modhoster und hat mir die Map zur Verfügung gestellt, weil ich lustiger, komischer Carbon einfach so dreist war und hab da die alte Map aus Versehen beim Neuaufsetzen quasi gelöscht, will ich nicht sagen, aber nicht bedacht, dass ich die Map mit abspeichere. So, wir entladen mal an dieser Stelle, haben da eine Abschiebe. Keine Ahnung, wie das heißt, das habt ihr mal in die Kommentare geschrieben, aber mir fällt es nicht mehr ein. Die Geschwindigkeit beim Abladen gefällt mir recht gut. Animation ist top. Das ist wirklich richtig. Ah, sieht man super. Sieht man wieder super. Sieht man das? Ah, ich hab's genau gewusst, wieso ich das nicht so mache. Naja, Freunde, so viel zum 270er. Und wir haben da jetzt. Ah, wir haben da jetzt noch den 253er Tandem, den wir jetzt mit ein bisschen Gras beladen werden. Wir haben ja keinen Stress, wir werden da ein bisschen Gras laden. Maximal 20.000 Liter haben wir gelernt, und das werden wir zur BGA fahren. Optisch einfach nur genial, beide fahren wir wirklich richtig gut, das ist nicht gelogen und auch nicht übertrieben. Aber wenn es der Fendt 939 gemacht hat, also Freunde, würde mir was nicht gefallen, dann hätte ich das schon gesagt oder würde es sagen, also keine Sorge, das ist so neutral wie möglich. Wir werden aber da mindestens 50% laden, sonst funktioniert diese Abtank- oder Abkipp-Animation nicht. Habe ich schon gelernt. Man lernt sie nie aus. Das ist unglaublich. Kann man wirklich viel laden damit. Das wäre halt meiner Meinung nach nur das, was mir gefallen würde, wenn es in der Beschreibung stehen würde, was man wirklich alles laden kann damit. Also Standardfrüchte geht davon aus, aber ob es weitere Früchte laden kann, das wissen wir halt nicht. So, schaut, wie gesagt, also macht einiges her. Da gibt es
nicht viel zu meckern bei den Texturen, gibt es eigentlich gar nichts zu meckern, nette Details, wo man den wo geparkt hat, wie diese Bremsklötze, die sich da nicht nur am Wagen befindet, sondern dann auch dementsprechend natürlich auch beim Reifen unten. Und wir schauen einmal, ob das schon reicht. Werden wir erstmal da wegfahren und auf zur BGA. Boah, hässlich, diese Standardtraktoren sind abgrundtief hässlich. Sie funktionieren zwar, sie sind wirklich einfach nur hässlich. So, hinten den Tandem und wir begeben uns rüber zur BGA. Man merkt es, also auf dieser Map Kabelwerbeschilder verbaut, alles verbaut, was man braucht, ein bisschen größer, ein bisschen geräumiger. Müssen wir erst wieder Felder besehen, aber das macht man alles dann bei Zeiten. Und jetzt einfach nur mal gucken, das war glaube ich zu wenig, schade, aber schaut auch wirklich gut aus, kippt da, macht das was er soll. Einfach nicht entgehen lassen, runterladen und was ganz wichtig ist und wo sich der Fan 993 freuen würde, wäre die Tatsache, wenn sie es bewerten würde. Ich bewerte es gleich 5 von 5, was anderes gibt es denn für mich in dem Falle und dementsprechend natürlich auch eine Empfehlung von meiner Seite. Hoffentlich seht ihr das ähnlich, aber ihr könnt es eine faire, ehrliche Bewertung abgeben. Da sind keiner böse, ist sowieso anonym, also da wird ihn keiner fressen. Eins möchte nur testen, mir ist nämlich was aufgefallen, ich hoffe, das ist jetzt nicht. Wenn man sich die zwei Dinger kauft, passiert das. Das ist natürlich schade und ist weniger schön. Also das würde ich bitte in einer Version nur beheben. Und dass der so runterkippt, würde ich auch noch beheben. Aber sonst gibt es wirklich nichts zum Kritisieren, meiner Meinung nach. Log schaue ich nicht nach, habe ich nicht aktiviert. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Mal-Vorstellung wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.